Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Zuchtvideo hier in Alicia Online. Gestern, beziehungsweise jetzt für mich gerade eben, haben wir die kleine Chocolate gezüchtet. Ein Pferd, was wirklich für mich nahezu perfekt ist. Die Farbe habe ich früher nie gehabt, aber mir hat sie immer sehr, sehr gut gefallen. Darum bin ich jetzt wirklich happy. Man sieht gerade, wie riesig Cash doch ist. Ist mir jetzt auch letztens mal in einem Rennen aufgefallen. Es ist wirklich ein super Fohlen geworden und heute möchte ich gerne mit Cash züchten. Fleur ist jetzt schon zweimal Mami geworden und Cash soll jetzt auch mal ran beim Züchten. Dafür gucken wir erstmal, wir müssen Cash erstmal aus der Zucht rausholen. Ich glaube, momentan wurde gerade gar nicht mit ihm gezüchtet. Genau. Macht nichts, den nehme ich jetzt zurück. Den stelle ich aber auch nachher wieder ein. So, So, genau, dann kommt auch direkt so eine Nachricht vom Zuchtsystem. Das heißt, ihr müsst auch aus der Post immer das rausholen, wenn ihr Geld mit der Zucht verdient habt. So, Pferdepflege. Er ist satt, er ist sauber, gut spielen möchte er gerne. Aber das können wir auch noch anders machen. Er ist auch so süß. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt ja der Schweif, nicht wirklich der lange, dünne Schweif. Aber ich habe mich damit angefreundet. Aber jetzt gucken wir doch mal, dass wir züchten. Und zwar habe ich mir... ein Apfelschimmelchen. Ein Apfelschimmel könnte ich eigentlich auch gerade noch mal reinnehmen. Ich werde jetzt einen Buckskin reinnehmen. Ich werde einen Apfelschimmel reinnehmen. Und ich nehme mal noch einen Leopard Appaloosa rein. Und ich sortiere wieder komplett auf Kontrolle, weil das ist einfach für mich der Nonplusultra-Wert für Magiepferde. So, leider hat dieses Pferd einen hässlichen Schweif, aber eine wunderschöne Mähne, aber leider auch jetzt nicht unbedingt die Zahlen so auf Kontrolle ausgelegt. Hier hatten wir zum Beispiel Pazifist, ein Pferd mit 59 auf Kontrolle, als Buckskin. Ist jetzt aber, Kuruma hat natürlich nette Werte, kostet aber auch 30.000 Mörchen für die Zucht. Sora. Sora ist auch hübsch. Der hat auch leider den langen, dünnen Schweif, aber der hat diese tolle Stehmähne, die ich so gerne mag. Aber sieht sonst auch hübsch aus. Aber Kuruma ist schon auch cool. Was haben wir hier? Ah, das ist wieder Cannabis, ja. Aber hier gehen dann auch schon die Herzchen nach unten. Wir gehen meine Einstufung weiter nach unten. Es gibt noch einen Sora. Habe ich eben schon gesehen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt auch direkt wieder finden. So. Kleopatra. Ich mag die mit der grauen Mähne nicht ganz so gern. Ich mag die mit schwarzer oder weißer Mähne definitiv lieber. Oh, das ist auch so eine schöne Farbe. Ich mag die Tigerschecken sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Das ist auch süß mit der schwarzen Mähne. Aber wo sind denn Akko? Ist auch hübsch. Ist auch schön. Ach, guck, Cash heißt er. Wie gesagt, wir müssten hier auch noch irgendwo einen anderen Sora haben. Der auch wirklich nette Werte hatte. Altair haben wir hier noch. Der sieht natürlich auch schick aus. Auch mit 69 auf Kontrolle kommt der. 8000 Möhrchen kostet der sogar nur. Auf Seite 4 muss ich mir mal merken. Zorro ist auch hübsch. Aber Altair sagt mir dann, glaube ich, doch noch einen Ticken mehr zu. Hier wird schon wieder weniger. Dann scheint hier der Sora schon raus zu sein. Und auf Seite 6 hatte ich auch noch zwei gesehen, namens Exchange und Pride. Muss ich mal gucken, ob ich die noch finde. Warte mal, hier haben wir auch... Ja, Force, da will ich dann aber doch eher... Auch hübsch, ne? Aber teuer, teuer, teuer. Ziemlich teuer. Genau, das hier ist zum Beispiel jetzt Exchange. Kostet 15.000 Möhrchen. Hat schon plus 3 in seiner Fellfarbe von der Veranlagung her. Hat 65 Kontrolle. Also der wäre definitiv nicht uninteressant.
Und Pride ist hier auch noch irgendwo. Hier haben wir noch einen Spirit. Ja, das sind natürlich auch so beliebte Namen für diese Pferde. Ja, das ist auch so süß. Ist der Spirit? Ja, aber die Mähnenfarbe passt nicht. Wo haben wir denn? Ist Pride noch drin? Kano? Hier ist Pride. Einen etwas niedrigeren Kontrollwert, aber auch plus 3 schon auf die Vererbung, kostet nur 6.000. Und da gefällt mal die Mähnenfarbe sehr gut. Von daher würde ich, glaube ich, das Ganze mal mit Pride versuchen. Ja, ich versuche es einfach mal mit Pride. Wir schauen mal, was dabei rumkommt. Oh, das ist so süß, die beiden. Passen gut zusammen, oder? Und es ist ein Fohlen geworden. Ist es ein Buckskin geworden oder ist es ein... Es ist so ein Cream geworden, oder? Ja, hier sehen wir die Kontrolle. Hört jetzt halt hier schon bei 51 auf. Er ist so nur ein Stufe 5 Pferd. Die Kontrolle lässt sich damit auch nur auf 81 bringen, also schlechter als das beste kaufbare Pferd. Aber das war jetzt im Endeffekt eher eine Zucht auf Farbe anstatt auf die Werte. Weil auf die Werte kann ich dann immer noch gehen. Und ich würde mal sagen, hier nehme ich nochmal einen Alpennamen rein. Und zwar Fluttershy. So hieß mein damals bestes Pferd, was übrigens auch ein Buckskin war. Hahaha, da ist die kleine Maus. Sehr, sehr süß. Ist sie denn jetzt auch eine geworden oder ist sie ein Cream? Das kann man gerade noch recht schlecht erkennen. Das gucke ich mir gleich mal an. Das gucken wir uns jetzt direkt mal an. So, Fluttershy. Hat kein Potenzial. Hat einen normalen Schweif, eine normal kurze Mähne. Champagner, genau. Es ist kein Buckskin, es ist ein Champagnerfohlen. Und entsprechend deswegen auch nur plus 1 bei der Abstimmung auf die Farbe. Ein Vielfraß. Aber ich weiß es noch nicht, ob ich Fluttershy behalten werde oder ob ich vielleicht mit ihr auch mal noch weiter züchte. Das wird sich so ein bisschen zeigen. Gucken wir einfach mal. So, und ich setze mich jetzt mal wieder auf Fleur drauf, denn Cash möchte ich jetzt wieder in die Zucht stellen. So, da könnt ihr immer mal wieder gucken. Ich denke, ich werde mit Cash jetzt erstmal eine ganze Weile züchten, denn man kann nur Pferde bis zu einer Wertung von Stufe 8 einstellen. Wenn ein Pferd eine höhere Wertung hat, dann, obwohl bis 90 könnte ich, glaube ich, noch weitermachen. Nee, mit ihr könnte ich zum Beispiel schon gar nicht züchten. Fleur kann gar nicht in die Zucht, weil sie eine Wertung von Stufe 10 hat. Das funktioniert dann nämlich nicht. Aber ich werde jetzt mit Cash definitiv noch ein bisschen weiter züchten. Das heißt, guckt einfach immer mal rein, wenn ihr gerne mit ihm züchten wollen würdet. Ich registriere ihn jetzt, lasse es bei den 10.000, schreibe ihn ein. Und wenn ihr jetzt Cash finden möchtet, dann geht ihr einfach auf die Suche. Geht hier bei den Fähigkeiten, es ist jetzt im Endeffekt wurscht, ob ihr jetzt bei beidem Controller anklickt, aber ihr klickt dann beim oberen Controller an. Geht hier auf Black Pinto. Rein theoretisch könntet ihr dann hier auch noch auf... lang dünn gehen beim Schweif und bei der Mähne auf normal kurz könntet ihr auch noch gehen. Und wenn ihr dann auf Suchen geht, dann findet ihr nur 3 Pferde. In dem Fall leider Cashflow bei mir mit, ach ja, guck hier. Klar, dass es nach unten geht. Ich kann schlecht Cashflow mit Cashflow verpaaren. Aber dann würdet ihr ihn finden. Das ist natürlich dann so ein bisschen, warum finde ich ihn hier gar nicht? Aha, hier. Es ist natürlich Zufall bei meinen Pferden. Ist jetzt die Chance oder wäre die Chance mit Cashflow nicht unbedingt wirklich hoch. Bei keinem der Pferde. Ich weiß nicht genau, wovon das abhängig ist. Aber schaut einfach mal. Er steht auf jeden Fall zum Züchten zur Verfügung. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Ich freue mich sehr. Besonders über meine kleine Chocolate von gestern, weil sie halt wirklich geniale Werte hat, Potenzial und super, eine super coole Mähne, einen super coolen Schweif. Mega, auf jeden Fall. Fluttershy, wie gesagt, muss ich mal schauen, ob ich sie vielleicht ein bisschen trainiere und sie dann noch zur Zucht anbiete. Ich denke, das werde ich machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie so nicht dauerhaft bei mir bleiben wird, sondern dann eher noch zum Züchten für euch zur Verfügung steht. Für mich noch ein bisschen zum Weiterzüchten, aber mich nicht dauerhaft begleiten wird. So, aber ihr Lieben, ich würde auch sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was habt ihr eigentlich schon so alles gezüchtet? Hattet ihr euer Wunschpferd schon dabei? Habt ihr vielleicht erstmal auf Farbe gezüchtet und nicht nach den Werten, weil ihr auch gesagt habt, okay, erstmal auf die Farbe züchten. Wenn ich die Farbe schon mal habe, dann kann ich immer noch auf den Wert züchten.
Ich bin gespannt, haut in die Tasten, schreibt Kommentare und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!